Ich war eigentlich mal relativ sportlich. Das hat dann leider ein Ende genommen ab dem Tag, an dem klar war, dass ich schwanger bin mit meiner Tochter. Ich habe mich tatsächlich durchübergeben bis am Tag vor der Geburt. Was für mich das Schwerste war, ist, dass in der Zeit ich kaputt gegangen bin. Also, entschuldigt bitte kurz. Deswegen müssen es jetzt diese 10 Kilometer werden. Und ich rechne schwer damit, dass ich auf dem Weg zum Ziel noch das ein oder andere Tränchen vergießen werde. Allein schon, weil man sich wieder mit sich selbst auseinandersetzen muss und sich da auch Schwächen eingestehen muss. In dem Moment, wo ich durch die Ziellinie laufe, bin ich hoffentlich wieder an einem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin wieder ich, ich habe meine Freude wieder, ich habe meinen Enthusiasmus wieder, ich bin wieder zurück beim Thema Disziplin. Ich verfolge den Traum, mich wieder selbst zu finden.